Swimmingpool, der Schwimmbad-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum heutigen Podcast Swimmingpool mit Markus Weber und Dietmar Rock. Hallo Markus. Hallo Dietmar, servus, grüß dich. Ha, heute zum Quickie-Podcast. Wir machen heute einen Quickie. Soll heißen, wir werden heute relativ kurze Folge produzieren, aber eine recht wichtige Folge, vor allem für die Zuhörer, die das betroffen hat, um das es heute geht. Weil es ist nämlich die Folge zur Folge 16. Genau. In der Folge 16 ging es um das Thema, sauber muss das sein. Und bevor wir aber da reingehen, lieber Markus, will ich nochmal alle, die neu heute bei uns dabei sind und zuhören und in diese Quickie-Folge hineinsteigen und sich fragen, was tun denn die zwei da? Ganz kurz möchte ich nochmal wiederholen, was ist denn unser Ziel? Unser Ziel unserer Podcasts, unserer Inhalte ist, wir wollen aufklären. Und wir wollen euch allen da draußen den Weg zu eurem Traumpool mit vielen Informationen, technischen Details, mit Geschichten aus der Branche und begleiten. Ja, und genau um das ging es auch in der Folge 16. Wie du schon gesagt hast, sauber muss er sein. Es ging um das Thema Schwimmbeckenreinigung im Allgemeinen. Und wir hatten da ja den lieben Juri Katz von Mytronics mit an Bord im Podcast. Und tolles Gespräch, waren da mit Israel live verbunden, hat richtig viel Spaß gemacht. Haben auch das erste Mal so organisiert, dass wir jemand mit aus dem Ausland mit reinnehmen. Ja, und da bist du ja auf die grandiose Idee gekommen, einen Bodenreiniger zu verlosen. Und ich? Den dann, ja, du warst es nämlich, du warst es. Und du bist auch noch auf die allertollste Idee gekommen, diesen Bodenreiniger auch noch persönlich vorbeizubringen, ja. So, ich meine, wenn man was gewinnt, dann hat doch jemand, der Gewinner, schon den Anspruch darauf, dass er es auch persönlich bekommt, oder? Finde ich, ja, macht doch also, hat doch was. Ja, hat was. Auf jeden Fall haben wir es so gemacht. Und genau, deshalb sitzen wir heute auch zusammen in unserem neuen Podcast. Genau, und wir haben unser Versprechen gehalten und die Aufgabe an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war ja, schickt uns innerhalb des einen und des nächsten Podcasts ein Bild von eurem Swimmingpool. Und unter allen Einsendungen verlosen wir dann einen automatischen Schwimmbadreiniger der Firma Mytronics. So, und siehe da, da kam ein Bündel von Einsendungen. Ich hätte nie gedacht, dass das jetzt so viele Leute zum Anlass nehmen und uns echt Bilder von ihren Schwimmbecken schicken, also und auch ihren Gärten und Häusern und allem Möglichen. Ja, ich habe es mir schon fast gedacht, weil deshalb kam ich ja auch auf die Idee, wir überreichen auch den Gewinn dann ganz persönlich. So habe ich es mir eigentlich gedacht. Und das hat, aber da kommen wir ja nachher dazu, weil das hat riesig Spaß gemacht. Und als erstes muss ich natürlich sagen, bei der Auswahl, Markus, ich denke, das war schon lustig genug, weil wir haben wirklich in diesem Bündel, wie du es jetzt gerade formuliert hast, doch sehr unterschiedliche Dinge gefunden und entdeckt. Also wir hatten, also erstmal nochmal an alle Teilnehmer, die mitgemacht haben, nochmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt grandiose Aktion, also wirklich super. Eine grandiose Aktion. Mir hat es Spaß gemacht, da waren Dinge dabei, da war gar kein, wir haben ja gesagt, man soll ein Bild vom Pool schicken und da war gar kein Bild vom Pool dabei, sondern da war ein Bild dabei, eine Zeichnung, wie der Pool, also der Traum vom Pool mal irgendwann aussehen soll und das war total lustig, aber das waren ja verschiedenste, also waren ja nicht nur einmal, sondern also da war alles wirklich kreuz und quer, kunterbunt an Einsendungen, wo es richtig, eigentlich hätten wir fast jedem was schenken können, aber wir haben ja ausgewählt, was soll man machen?
Absolut, absolut. Und man sieht vor allem, wie viele Pools sich offensichtlich noch im Bau und in der Planung befinden und noch gar nicht fertig sind. Weil ich kann mich auch an ein Bild erinnern, die liebe Frau hat ihr Kind in die Baugrube gehockt mit dem Schwimmring, noch ohne Pool. Also die warten wohl noch auf ihr Schwimmbadglück. Also nein, es war echt toll. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal vielen lieben Dank an die Firma Medtronics, die den Bodenreiniger auch gesponsert hat. Und also ist ja auch nicht selbstverständlich, fand ich auch tolle Aktion. Und es zeigt, also die Menge der Einreichungen zeigt vielleicht auch uns ein klein wenig, welche Dimension der Swimming Pool Podcast inzwischen schon angenommen hat. Also überlegen wir mal. Waren erstaunt, wie viele Einsendungen von euch gekommen sind. Und das fand man natürlich total klasse von euch. Prima. Ja, wir waren vorletzte Woche waren wir in Südtirol, war die Nummer 23 und da waren wir in Südtirol unterwegs, wo wir ja eigentlich überall schon unterwegs waren. Südtirol im Hotel beim ganz genialen Poolbauer, im Superhotel mit einem Wahnsinnspool, mit Glaselement, also eine Wand im Pool mit Glas und also wirklich toll. Und wir hatten so tolle Gäste, wir haben so tolle Themen zwischenzeitlich schon gehabt und wir haben so viele neue Ideen auch bekommen, natürlich auch durch unsere Kunden, durch Gespräche mit vielen Menschen und natürlich durch viele Zuschriften, die wir auch bekommen mit neuen Ideen. Von daher, es werden noch viele, viele Themen auf dem Bildschirm sein, sage ich mal. Ja. Weil teilweise, weil wir haben vor allem jetzt in Südtirol einen coolen Videoclip noch gedreht, jedenfalls wir finden ihn cool, weil wir sind ja sonst nur hinterm Mikrofon, niemand sieht uns. Wir haben natürlich auch manchmal Spaß daran, irgendwie auch die Dinge noch anders zu erleben. Naja, mein Freund, die Kamera, aber wir hatten jetzt in der letzten Zeit, also seit dieser Folge 16 und wir sind ja jetzt schon über 20 mit den Folgen, hatten wir wirklich extrem coole Gäste und Themen und hatten auch extrem viel Spaß. Und mir fällt auch gerade ein, wir waren zu Gast bei Lehmann Hüber Podcast, bei den Immobilienkollegen aus München. Furchtbar lustige Zusammentreffen und hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und da steht auch noch die Einladung aus. Genau, die laden wir noch ein. Und die kommen noch. Weil das ist auch total spannend, mal ein bisschen von der anderen Seite auch was zu hören im Bereich Immobilien. Das sind doch einige Themen, die natürlich alle interessieren, unsere Zuhörer interessieren. Und deshalb wollen wir natürlich auch weiterhin immer rechts und links am Pool, natürlich ganz nah dran, aber immer rechts und links auch mal Themen durchleuchten, die auf dem Weg zum Traumpool durchaus wichtig sind. Absolut, absolut. Du, und vielleicht erzählen wir mal ein klein wenig, wie sich das abgespielt hat, was alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal erfahren, wie wir das so erlebt haben. Also ich muss sagen, wir sind ja unglaublich sympathisch und nett empfangen worden. Das lag natürlich auch, wir sind beim tollsten Wetter. Es war wirklich richtig schön warm draußen. Blauer Himmel. Es war absolutes Poolwetter. Beim tollsten Wetter sind wir nach Ulm gefahren. Und zwar zur Melanie. Die Melanie, die hat es gewonnen. Und die ist die glückliche Siegerin dieser Ausschreibung, dieses Preisausschreiben. Und die Melanie, die hat sich schon ganz schön viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Also wir kamen, Einreichung ist schon aufgefallen, ja. Also sie hat uns ein Gedicht geschrieben. Gedicht. Das war schon lustig genug. Also ich meine, wir haben ja, man wählt aus und aus allen Einsendungen, dann zieht man was raus und dann steckt da noch ein Gedicht mit drin. Und geht das Gedicht zu uns. Wir lesen es heute nicht vor, das war jetzt auch nicht das Ziel. Aber und dann tolle Bilder, verschiedenste Aufnahmen vom Pool, der war noch nicht so ganz fertig oder wie auch immer. Auf jeden Fall jetzt, als wir ankamen, grüner Rollrasen. Also
Alles wirklich perfekt. Und dann vor allem, das fand ich cool, man konnte ja schon beim Parken rüberschauen zum Pool. Und dann war da so eine Wand, eine Schultafel. Ja. Ja. Und da hat sie doch tatsächlich uns beide mit Kreide auf die Schultafel gezeichnet. Und ich muss ehrlich sagen, also, ich habe mich sofort erkannt. Und ich dich auch. Nein, also liebe Melanie, du hast dir da wirklich viel Mühe gegeben, also nicht nur zu gewinnen, sondern auch im Nachhinein. Es hat uns wirklich Spaß gemacht. Einfach uns, ja, diese Begrüßung, die war dann schon sehr speziell. Ja, und so wie sich die Melanie um diesen Bodenreiniger bemüht hat und förmlich drum gekämpft hat, hat, glaube ich, ihr Mann um den Pool gekämpft. Also hat uns dann auch erzählt, dass er eigentlich nahezu alles an dem Schwimmbecken allein gebaut hat. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, er ist Hobby-Baggerfahrer. Oder er hat einen eigenen Bagger sogar? Ich meine, kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Jedermann hat doch einen Bagger, oder? Irgendwie, du hast doch bestimmt auch so einen Bagger. Irgendwie ja, in der Garage. Du baust gerade dein Haus um. Du baust gerade dein Haus um. Aber, das Lieblingskind der Männer, der Bagger. Also er hat den. Er hat den er Bagger. Er hat ihn. Und, er hat ihn, den Bagger. Genau, und dann hat er auch noch passende Händchen dafür, hat er uns alles erzählt. Also kommt mit sehr, sehr vielen technischen Themen absolut zurecht, weil er entsprechend ausgebildet ist. Und aber die Folie hat er professionell einbauen lassen. Ja, ja, aber er wollte ja sogar, hat er noch überlegt, ob er einen Folie-Verlegekurs machen will, als Teilnehmer sogar. Und dann hat er sich gedacht, naja, für einmal Folie schweißen ist das dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben und hat das dann fachmännisch machen lassen. Aber ich muss sagen, Anordnung der Einbauteile und also Wasserqualität toll. Und aber er hat auch an seinem Haus extrem viel selbst gebaut. Also er ist einfach ein guter Handwerker und also somit war er für den Poolbau zuständig und die Melanie war für den Bodenreinigerbeschaffung offensichtlich verantwortlich hier im Familienstand. Und das sehr erfolgreich. Und dann haben wir sogar noch Kaffee und Kuchen gekriegt. Also selbstgemacht wurden wir auch. Selbstgemacht. Sehr lecker. Apfelkuchen, sehr lecker. Ja, ich liebe Apfelkuchen. Lecker. Also ich liebe verschiedene Kuchensorten, aber Apfelkuchen vor allem selbstgemachte. Super. Nochmal danke an die Melanie. Auch das war super. Nein, also wir haben dann den Bodenreiniger noch ausgepackt, haben ihn erklärt und haben noch ein bisschen natürlich gefachsimpelt über die Schwimmbadbranche und über die Schwimmbadtechnik. Und da kamen auch noch ein paar Fragen an uns und die haben wir natürlich auch gern beantwortet. War ein unglaublich sympathisches Gespräch und ein ganz toller, netter Nachmittag im Großraum Ulm. Und vollends gelungene Aktion. Absolut. Und weil das alles dort auch so schön war und das Wetter natürlich, wie schon erwähnt, haben wir auch ein paar Bilder gemacht und die werden wir natürlich auf unserem swimmingpool-podcast.de, unserer Webseite, natürlich auch präsentieren, so wie wir das schon immer gemacht haben. Genau. Aber was noch ergänzend, muss man ja eigentlich auch sagen, mal sagen muss, so dumm war die Idee von mir vielleicht doch nicht gewesen, dass wir direkt vorbeigefahren sind. Warum? Weil, kannst du dich erinnern, da gab es noch die Geschichte mit den Nachbarn. Ja, stimmt. Das ist ja auch lustige Geschichte. Also die Nachbarn, die sind wohl schon angesteckt vom Podcast hören. Und hören inzwischen auch den Podcast, weil die Melanie wohl allen auch erklärt, ihr müsst Podcast hören. Da lernt er was über Schwimmbad bauen und über Schwimmbadtechnik. Da hat sie auch recht. Genau, da hat sie absolut recht. Und also da muss ich ehrlich sagen, war auch jetzt für mich mal ganz persönlich tolle Erfahrung zu sehen, das, was wir jetzt seit einem Jahr jetzt schon inzwischen versuchen, hier in diesem Podcast zu vermitteln an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich aufzuklären, wirklich den Leuten die Schwimmbadwelt näher zu bringen, das hat da total funktioniert und es war echt ein Volltreffer. Und die Nachbarn, die haben wohl jetzt offensichtlich ihren Pool in Auftrag gegeben bei einem Schwimmerbaufachunternehmen, das wir auch gut kennen in der Region und die auch Kunde bei uns beiden sind. Also auch da schließt sich dann der Kreis und ja,
da ist manchmal die Welt ganz klein. So ist es. Und deshalb nochmal danke an Juri Katz und Mytronics für den Schwimmbadsauger, weil wir zum Schluss damit unsere Produkte verkaufen konnten. Absolut. Hat und doch vielen was. Dank an die Melanie für den Werbeblock hier in der Nachbarschaft und dass sie uns so gut verteilt. Und ich sage ja, schön darum, sprecht drüber, erzählt es Freunden, die auch Interesse haben an einem Pool. Erzählt es den Nachbarn, erzählt es den Arbeitskollegen. Mensch, wenn ihr euch interessiert an einem Schwimmbad oder an einem Wellnessprodukt, dann hört doch mal beim Swimmingpool-Podcast rein. Da kriegt man was gelernt. So was hat sie gesagt. Ja. Da wird ihnen gehilft. Oder da wird so ihnen ähnlich. Gehilft. Genau, da wird ihnen gehilft. Genau. Da wird ihnen gehilft. Ja, Mensch. Markus. Ja, was haben wir wieder gelernt aus unserer Aktivität, aus unserer Aktion? Also wer sich richtig bemüht und Gedichte schreibt, der gewinnt Schwimmbadreiniger bei uns im Podcast. Und es sind immer mehr Hörerinnen und Hörer und wir werden mehr. Und das ist ein super tolles Gefühl, weil uns das einfach bestätigt in dem, was wir hier machen. Und es lohnt sich vielleicht auch, nicht nur vielleicht, es lohnt sich, die kommenden Podcasts auch anzuhören, weil könnte ja wieder mal ein Gewinnspiel geben. Ah, definitiv. Dir fällt bestimmt wieder irgendein Unfug ein. Jetzt brauchen wir nur wieder jemanden, der das sponsert. Müssen wir mal schauen, was so in den nächsten Folgen so kommt. Aber nein, ich denke schon, dass es wieder mal auch ein Gewinnspiel geben wird, um einfach die Zuhörer ein bisschen zu motivieren. Und es hat uns ja auch wieder Spaß gemacht, dort vorbeizufahren und diese ganze Aktion irgendwie zum Leben zu bringen. War eine schöne Erfahrung. Okay, also dann abschließend nochmal an Melanie, viel Spaß mit deinem, mit eurem neuen Reiniger, mit eurem Pool natürlich jetzt, mit einem schönen, klaren Pool. Habt eine gute Zeit. Und habt viel Spaß. Genau, habt viel Spaß. Und bei allen Fragen, die aufkommen werden, oder wie auch immer, mit eurem Pool, ihr habt ja unsere Kontaktdaten. Und dann kommt auf uns zu und wir prüfen, ob wir euch in diesen Fällen auch helfen können. Und allen anderen Zuhörern, Zuhörerinnen wünschen wir auch weiterhin viel Spaß am Zuhören unserer kommenden Podcasts. Und falls dann, wie formuliert, mal wieder ein Gewinnspiel kommt, viel Spaß an der Teilnahme und am Gewinn. Und vielleicht dann auch viel Spaß an uns zwei. Vielleicht kommen wir auch wieder vorbei. Ja. Aber es muss Kuchen geben, gell? Oder Grill. Ja, das haben wir ja gesagt. Ja, da haben wir die ganz klar das Thema gesteckt. Ja, schön. Markus. Dietmar, das war's mit dem Quickie. Schön, da haben wir uns mal ganz kurz gehört, wir zwei und unsere Hörer uns auch ganz kurz, aber wichtig, dass wir hier Bericht erstattet haben über unsere Aktion und die ist zu Ende und abgeschlossen. Und Dietmar, ich wünsche dir auch noch eine schöne Restwoche und dann auch ein schönes Wochenende. Ja, tschüss und bye-bye. Bye-bye. Auch diese Folge vom Podcast Swimmingpool wird unterstützt von unseren beiden Medienpartnern, dem Fachschriftenverlag mit der Zeitschrift Schwimmbad und Sauna und dem BT-Verlag mit dem Magazin Haus und Wellness. Vielen Dank für diese Unterstützung. Swimmingpool, der Schwimmbad-Podcast.